100 Euro. Der Typ hatte echt einen Schuss. Komm. Scheiße. Da sagst du was. Das war knapp. Das kannst du wohl laut sagen. Ein Blick von dem Typen hinter den Vorhang und hättest deine Bewährung vergessen können. Hey, was macht ihr hier? Abholen? Das auch, wenn du willst, aber eigentlich wollten wir zu deinem Onkel. Wir haben seine Fotos. Was? Wirklich? Und da seid ihr extra zu den Trödler gefahren? Ja. Und da hat die Fotos einfach so rausgerückt? Naja, das war schon eine ganz schöne Aktion. Bin ich gespannt. Ja, und ich erst. Ja, das war nichts Verdienst. Er hat so lange auf diesen Heini da eingequatscht, bis er uns einfach nochmal an die Kommode gelassen hat. Hey, Jungs, das habt ihr wirklich gut gemacht. Es wäre einfach zu schade gewesen. Um diese schönen Erinnerungen. Gern geschehen. Aber warum musst du mir um den Verschienenbein treten? Ich hätte mich schon nicht verquatscht. Was tuschelt ihr denn da? Nichts. Sicher? Ja. Wieso? Bin ich fertig? Och, von dem bisschen Möbel schleppen tun dir die Ärmchen weh. Was machst du denn auf dem Bau? Ich delegiere. Ah ja, du fauler Sack. Hör mal, Christian. Ich fand übrigens, dass es ziemlich gut geklappt hat mit uns beiden bei diesem Job. Also, wenn du willst, können wir öfter mal sowas machen. Wenn mir irgendwo mal wieder ein Schalk über den Weg läuft, sag ich dir Bescheid. Mach das. Aber jetzt ist mir nur noch nach Wanne und nach Bett. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Bett klingt eigentlich richtig gut, findest du nicht? Willst du mit Andi ins Bett? Nee, aber mit dir. Vorher würde ich gerne noch was klären. Okay. Was genau habt ihr dem Antikfuzzi erzählt, damit er euch die Bilder gibt? Ja, wie schon gesagt. Andi hat da richtig fett auf die Tränendrüse gedrückt, indem er dem Typen einfach klargemacht hat, dass es Arno das Herz brechen würde, wenn er die Fotos von seinen Enkelchen nicht mehr sehen würde. Und das hat er einfach so geschluckt? Ja. Im Nullkommanichts war er handzahm und hat uns an die Kommode gelassen. In Nullkommanichts. Dafür wart ihr ja ganz schön lange in dem Trödelladen. Findest du? Ja, finde ich. Seid ihr eingebrochen? Quatsch. Wie kommst du denn da drauf? Sag mir einfach, dass ich mich irre. Ich hab's doch gewusst. Was hätten wir denn tun sollen? Du hast genau gesehen, wie Arno an den Fotos hängt. Mann, wie bescheuert bist du denn, wegen ein paar Bilder deine Bewährung zu riskieren? Es ist doch alles gut gegangen. Ja, und was ist, wenn nicht? Dann würdest du jetzt wieder im Knast sitzen. Jetzt werd nicht so sauer. Wir mussten das... Mann, ich bin stinksauer. Mir reicht es echt. Und weißt du was? Ich geh jetzt ins Bett und zwar alleine. Oh, ich bin froh, dass die Jungs mir diese Fotos zurückgebracht haben. Dein Christian macht einen netten Eindruck. Und da sage ich dir bestimmt nichts Neues, oder? Was
Hast du eine Minute? Wenn du wieder kontrollieren willst, ob ich Scheiße baue, dann kannst du eigentlich gleich wieder gehen. Eigentlich wollte ich mich entschuldigen. Ich weiß, ihr habt die Aktion gestern für Arno gemacht und das war ja auch alles total lieb gemeint von euch. Aber das wusstest du auch gestern auch schon, oder? Ich war gestern einfach sauer. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich will dich halt nicht nur ab und zu für eine halbe Stunde im Knast besuchen. Ich liebe dich nun mal. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du echt süß sein kannst? Ja, gerade eben erst. Nico, ich passe schon auf mich auf. Ich will dich auch nicht nur ab und zu mal sehen. Und weil dein Onkel uns so gut fürs Möbelschleppen bezahlt hat, dachte ich, dass ich dich und Jana vielleicht nach Hamburg einlade. Sobald sie wieder gesund ist, geht's los, okay?